So, hallo und willkommen zum neuen Video. In diesem Video wird es einfach nur um One-Way-Props gehen. Das heißt, Props, wo man von einer Seite durchgucken kann und von der anderen eben nicht. Und halt dann gegebenenfalls auch durchschießen kann. Vorab gesagt, One-Way-Props, also es geht hier natürlich um Garry's Mod, Dark RP. Vorab gesagt, One-Way-Props sind auf manchen Servern erlaubt und auf manchen nicht. Also je nachdem, wo ihr spielt, informiert euch halt vorher, ob es erlaubt ist oder nicht. Auf diesem Server, auf dem ich jetzt spiele, der wird auch in der Beschreibung verlinkt sein. Civil Gamers. Da ist es eben erlaubt. Und da kann man sich halt Bases damit bauen und auch durch diese One-Way-Props schießen und so weiter und so fort. Im letzten Video habe ich schon gezeigt, wie meiner Meinung nach gute Bases aussehen, wie man die baut. Aber ich denke, es ist nochmal ganz sinnvoll, ein Video nur für One-Way-Props zu machen, weil ja, es gibt halt eben Leute, die interessieren sich halt nur dafür und nicht, wie man jetzt eine ganze Base baut, weil das letzte Video war auch ziemlich lang. So, erstmal habe ich jetzt hier so einen Zaun hingesetzt, nichts Besonderes. Habe jetzt hier den Stacker genommen. Wenn jetzt mit Rechtsklick einen Single Prop erstellen, dann sind hier jetzt zwei Zäune, die den. Aber ihr müsst es nicht mit dem Stacker machen, das geht auch, wenn ihr einfach so in ein Objekt setzt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier so zwei Objekte. Und um die jetzt zu einem, ich sag mal, One-Way-Prop zu machen, gehen wir hier mit Q in das Material. Suchen wir uns irgendein Material außer das hier aus. Und es gibt noch irgendwie so zwei, drei andere, wo es nicht funktioniert, aber das muss ihr dann ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, nimmt einfach ein anderes Material. Ich sage, wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Seht ihr schon hier so diese rote Grütze. Und jetzt kann man von beiden Seiten hier nicht durchgucken. Das heißt, wenn man jetzt hier steht, keine Chance. Also hier könnt, ne, man kann dann, natürlich wegen den Zaun kann man da durchschießen. Aber genau, wenn man jetzt auf beiden Seiten steht, kann man hier nicht durchgucken. Jetzt nehmen wir uns das Material, das hier bei Darstellung Farbe. Wählen hier bei Render-Modus Weltgrün aus und am besten, also ihr könnt hier natürlich auch eine Farbe nehmen, aber wenn ihr Weiß nehmt, also hier alles auf 255, dann könnt ihr das Ganze anwenden mit Linksklick, ohne dass sich diese Farbe von dem Teil verändert. Wenn ich jetzt hier auf Rot mache, dann seht ihr, verändert sich das ein bisschen. Also nehmt ruhig Weiß und dann verändert ihr da nichts. Und halt Hauptsache, dass ihr es auf Weltgrün, also die Farbe ist ja eigentlich relativ. Ja, das ist ja eigentlich nur Ästhetik. So, und dann, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr im Material und sucht dieses Material aus. Models, Props, Teesprings, Globe. Es funktioniert mit dem Material, es funktioniert, glaube ich, auch mit dem hier oben. Aber ich benutze eigentlich immer das hier, weil das, wo man noch am besten durchgucken kann. Wenn ihr dann diesen anderen Prop, der dahinter steht, darauf anwendet, dann seht ihr schon, kann man einfach durchgucken. Und von der Seite eben nicht. Also wie gesagt, informiert euch einfach im Server, wie das funktioniert. Also ob das erlaubt ist. Und dann kann man das anwenden. Und hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man jetzt die Base verteidigt. Selbst wenn ich jetzt hier keine richtige Base, sondern einfach nur hier stehe, dann ist er immer noch, wenn der Typ von hier oben reinkommt, weiß, kann er ja nicht genau wissen, obwohl man sieht jetzt meine Füße, das ist natürlich ungünstig, aber kann er ja im Prinzip nicht genau wissen, wo ich stehe. Und das ist halt relativ sinnvoll dann an diesen One-Way-Props. Und dann, ne, wenn ihr diese Zäune hier benutzt, die haben minimalen Damage Drop-Off nur, also wenn man da durchschießt, dann, ich meine, es wird ein bisschen Damage runtergenommen von den Kugeln, aber es ist wirklich nur minimal. Anders als bei zum Beispiel Plastik oder so, wenn man jetzt hier, also auf dem Server ist es so, dass diese, weil das so spezielle Waffen sind, die hier benutzt werden, kann man bis zu drei Blöcke dicke Dinger durchschießen. Normalerweise ist es aber so, dass hier diese komplett bulletproof sind und hier diese Plates eben nicht bulletproof sind, aber die haben halt mehr, also die absorben halt mehr Damage als diese Zäune. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man sowas baut, auf jeden Fall diese Zäune mitzubenutzen. So, das ist auf jeden Fall die eine Art von One-Way-Props. Ich kann euch schon mal zeigen, hier dieses Material damit funktioniert. Upsala. Das ist ganz kurz hier noch freezen. So, hier dieses Material, damit funktioniert das auch. Ihr könnt ihr auch durchgucken, aber man sieht ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht genau, ob das mit dem hier. Ne, mit dem geht es zum Beispiel noch nicht, ne? Also muss man immer gucken. Es gibt also auf jeden Fall die beiden, den beiden funktioniert's. Mit dem hier glaube ich auch noch. Ja, genau, mit dem hier auch, aber da sieht man ja fast gar nichts. Deswegen benutze ruhig das hier. Das glaube ich das Beste noch dazu. Wird auch fast immer benutzt, wenn ich One-Way-Props sehe. Das ist die eine Art von One-Way-Props. Es gibt noch eine andere, die zeige ich euch jetzt mal ganz schnell.
Und zwar ist das dieses hier. Storefront Template 001 ABAS. Das findet man hier unter Construction Props auch. Zack. Kann man placen. Jetzt denkt man sich, hey, warum soll das jetzt ein One-Way-Prop sein? Okay, ganz einfach. Man nimmt irgendein Material, wieder außer das hier, mit dem funktioniert es nicht, das kann ich kurz zeigen, wenn ich das hier mache, ist von beiden Seiten schwarz. Wenn ich allerdings das hier zum Beispiel nehme, dann seht ihr jetzt hier, kann man nicht durchgucken. Ich mache es einfach so rum, dann ist es ein bisschen einheitlicher. So, seht ihr, kann man nicht durchgucken, aber zack, das ist sogar vielleicht noch ein bisschen besser als hier diese Zäune, weil man das natürlich bis ganz zum Boden machen kann. Und dann könnt ihr schon sehen, oh, jetzt ist natürlich ein bisschen schief geworden. Und dann könnt ihr schon sehen, mal durch das sieht man halt ein bisschen schlechter. Hier sieht man halt genau durch. Und dann kann man halt, wenn man dann eine Waffe auswählt, kann man dann halt hier gut durchschießen. Jetzt natürlich das Ding, soweit ich weiß, oder was ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, ist, dass diese Zäune fast gar keinen Damage Drop-Off haben. Das Teil hier allerdings schon. Also damit hat man ein bisschen Damage Reduction, wenn man da durchschießt. Mit dieser Golden Deagle hier auf Headshots macht das zwar nichts, aber trotzdem sollte man darauf achten. Da muss man sich halt überlegen. Also die Dinger kann man zum Beispiel mal gut für Fenster benutzen. Weil was man auch überlegen muss, ist, wenn man jetzt hier so einen World Glow Prop am Fenster benutzt, dann kann zum Beispiel jemand im benachbarten Haus oder im gegenüberliegenden Haus, kann er so ein dieses Material hier verwenden an dem Fenster und kann einfach in dein Haus reingucken. Und wenn das natürlich dann, wenn du da natürlich direkt Printer oder so dahinter hast, die illegal sind, dann wird das gemerkt, dann ist es natürlich schlecht für dich. Deswegen, also kann man dann an Fenstern zum Beispiel immer gut das Ding hier benutzen, weil hier hat man von der Seite hier wirklich gar keine Möglichkeit durchzugucken. Wäre das halt bei diesen One-Way-Props, kann man natürlich auch einfach von der anderen Seite, wie heißt es, von der anderen Seite halt dieses Material setzen. Was auch zum Beispiel oft gemacht wird, wenn die Polizei Bases raidet, dann setzen die einfach vor die Base so eine Kontraption, wo auch dieses Material hier verwendet wird, wo die dann durchgucken können. Wenn man halt dann die ganze Base mit World Glow Book gebaut hat, was natürlich von innen super krass ist, weil man alles sehen kann hinter so einem Objekt, aber von außen, wenn man dann dieses Material benutzt, kann man natürlich auch komplett reingucken und das ist dann natürlich schlecht für einen selber. Deswegen muss man ja mal schauen, was man benutzen will. Das sind auf jeden Fall die beiden Arten von One-Way-Props, die ich kenne. Kann man durch beide durchschießen. Jedenfalls auf dem Server, das ist natürlich von Server zu Server, kann das auch unterschiedlich sein. Informiert euch da auf jeden Fall auf dem Server und vor allen Dingen, ob es erlaubt ist, weil da kann man relativ schnell für gebannt werden, wenn man die benutzt, obwohl es nicht erlaubt ist. Auf diesem Server ist auf jeden Fall beides erlaubt. Du darfst sogar durchschießen, du darfst, ja, man darf eigentlich alles damit machen. Was ganz schön ist. Dafür ist auf dem Server natürlich auch Hex Shields, worüber ich mal ein anderes Video machen kann, aber die machen dann, dass Angreifer noch wirklich Chancen haben oder sogar sehr große Chancen haben. Also wenn man genug Hex Shield hat, dann kann man eigentlich kein Raid verkacken. Dann gibt es auch Ballistic Gems und so, aber das ist Thema von anderen Videos. Genau, also, ach so, ja, was ich noch zeigen kann. Das funktioniert natürlich nicht nur, wenn man denselben Prop benutzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier super, weiß ich nicht, hier so Plastik, so eine Röhre hinsetze. Upsala. Jetzt mal dahinter. Damit man. Das ist natürlich, wenn man dieses World Glow benutzt, dann seht ihr schon sehr komische Interaktionen auf. Wenn ich das jetzt nehme, dann sehe ich trotzdem diesen Zaun und so. Das liegt halt daran, dass der halt mit diesem World Glow bemalt ist. Das ist halt ein bisschen, macht das Ganze halt ein bisschen komisch. So, wenn ich jetzt hier Material das hier benutze, seht ihr, kann ich auch durch dieses Ding durchgucken. Aber durch das hier natürlich nicht, weil das hier ein eigenes One-Way-Props ist. Deswegen muss man sich überlegen, was findet man sinnvoller. Zäune sind natürlich entspannter, weil die weniger Platz wegnehmen und wenn man ein Prop-Limit hat, was auf den meisten Servern so ist, kann man sich halt größere Bases damit bauen. Ja, das ist es dazu. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen weiterhelfen hier in eurem. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über One-Way-Props. Ja, das ist alles, was ich weiß. Es gibt sicherlich noch mehr dazu. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es noch ordentlich andere Wege gibt. Vielleicht auch noch andere Materialien, wo man durchgucken kann. Hier kann man wahrscheinlich auch durchgucken, wenn ich jetzt das hier mal verwende. Zack. Und dann hier muss ich wieder Welt glühen. So, kann man hier wahrscheinlich. Ja, seht ihr, hier kann man. Also, es gibt ordentlich Material. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass man da durchgucken kann und wann man da durchgucken kann. Aber manchmal funktioniert es eben. Aber das sind auf jeden Fall die beiden Arten, die ich kenne. Falls ihr noch mehr habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.